Tokio hat sie eine olympische Medaille gewonnen. Aber das ist nicht ihre erste Medaille, denn sie hat schon eine. Und das Besondere ist, sie hat schon eine olympische Medaille in einer anderen Sportart. Das ist selten. Warum sie vom Basketball zum Kanu gegangen ist, wird sie uns jetzt erzählen, das hoffe ich zumindest. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Parakanutin. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist, meine Damen und Herren, Regina Müller. Liebe Lina, ich muss Sie noch eins fragen, an Anknüpfung an Barbaras Gespräch eben. Man kommt ja auch als Sportlerin nicht so häufig nach Tokio. Als Sie dort abends mal so in den Himmel geguckt haben, sieht der Himmel über Tokio anders aus? Ja, also so richtig in den Himmel kann man, glaube ich, gar nicht blicken, weil Tokio so hell ist. So eine wahnsinnig große, helle Stadt. Also viele Sterne sieht man da nicht, aber die Stadt an sich ist so beeindruckend. Mhm. Also ich glaube, am Himmel ist man da gar nicht angekommen. Ja. Aber wenn man in Tokio ist und wenn man so erfolgreich gewesen ist und wenn man so vielleicht auch mal nach oben guckt und sagt, was habe ich eigentlich erreicht? Was war der emotionalste Moment in diesem Jahr für Sie in Ihrem, Klammer auf, Sportler, Klammer zu, Leben? Puh, ja, klar, also ich glaube, durch die Ziellinie zu fahren dieses Jahr, nach einem wirklich schwierigen Jahr, Corona-bedingt. Und es war ja lange nicht klar, ob ich meinen Sohn überhaupt mitnehmen kann. Darüber reden wir gleich, genau. Es war eine sehr belastende Phase auch für mich. Und es ist da natürlich unglaublich viel abgefallen. Ich bin da schon mit einem gewissen Druck hingefahren. Und aber am Ende hat irgendwie alles geklappt. Und als ich durch die Ziellinie gefahren bin, habe ich da rüber geblickt. Und da stand mein Sohn, da stand mein Vater. Wir sind beim Fernsehen, wir haben Bilder. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig. Also so habe ich auch meine ganze Struktur eigentlich aufgebaut, dass ich schon von Anfang an gesagt habe, mein Sohn vor allem, der hat Priorität. Und wenn ich meinen Sport dann darum herum bauen kann, dann kann das für mich funktionieren. So. Und deswegen war es mir eigentlich schon immer wichtig, dass er in meiner Nähe ist. Und wenn man eine Sache 100% macht, dann kann man eben auf der anderen Seite auch 100% geben. Ja. Also deswegen nur kann ich, glaube ich, auf dem Wasser auch 100% geben. Und das hat dann zum letztendlichen Erfolg geführt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch andere Bilder, wenn die Regie mir das nur kurz sagen könnte, über ihre Familie, andere Highlights. Wenn nicht, ich frage mal, da ist die oftmals, genau, da haben wir sie, genau. Oh, der Sohn. Oh, süß. Und das Schöne ist, wenn man genau auf dem Rücken ihres Sohnes hat er die Null durchgestrichen durch eine Eins ersetzt. Ja, Spiele von meinem Partner und meinem Sohn, genau. Die haben sich einmal verschoben. Ja. War natürlich alles auf 2020 ausgerichtet und geplant, aber so lässt es sich regeln. Edina, was haben Sie denn alles in Bewegung setzen müssen, damit Ihr Sohn mit kann? Also man muss sagen, Sie haben noch gestillt, glaube ich. Ne? Genau, zu dem Zeitpunkt habe ich. Zu dem Zeitpunkt, ja. Also insofern war es eine Notwendigkeit, dass Ihr Sohn dabei ist. Also Frage A, warum wollte man es nicht? Und Frage B, wie haben Sie es geschafft, dass man es doch konnte? Mhm. Also es ist einfach nicht mitbedacht worden, dass stillende Mütter dann ein Problem haben, ne? Und dass sie dann wirklich vor einer Entscheidung stehen, daran teilzunehmen oder eben nicht. Ne? Mhm. Also dass es da wirklich geht, Familie oder Karriere, eben einen Sport weiterzumachen. Und da habe ich eigentlich gedacht, das kann nicht sein, dass wir jetzt eigentlich auch überall so weit gekommen sind. Und jetzt bei dem großen Event, bei den Paralympics oder auch bei den Olympischen Spielen das Gleiche, kann das irgendwie nicht möglich sein. Und das eigentliche Problem war, dass Japan einen Visastopp ausgerufen hat. Also ich konnte gar kein Visum für ihn beantragen. Diese Ausnahme wäre nur mit einer Akkreditierung möglich gewesen. Und das ging aufgrund seines Alters nicht. Das System hat es einfach nicht hergegeben, dass man eine Akkreditierung für ein kleines Kind. Wie haben die es geschafft? Rausgehen konnte, ja. Es war ein langer Weg. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen Hilfe geholt. Athleten Deutschland und noch eine amerikanische Organisation, And Mother, haben da unterstützt, haben geholfen, Anträge zu schreiben, an die richtige Stelle zu bringen und auch Mütter miteinander zu vernetzen, um auch Synergien zu schaffen und zu gucken, wie können wir das erreichen und wie können wir auch eine Stimme haben, ne? Ja. Wie können wir auch uns da irgendwie zusammenfinden. Und die ersten Anträge sind auch tatsächlich abgelehnt worden, also nicht meine, aber nachdem der erste abgelehnt worden bin, habe ich gedacht, so, ich muss trotzdem meinen Antrag stellen, weil ich es wichtig finde, weil es gesehen werden muss. Und selbst wenn der auch, nicht viel Chance hätte, dann muss der auf jeden Fall an den Mann kommen oder an die richtige Stelle kommen. Und so habe ich viele Anträge geschrieben an alle möglichen Stellen. Und letztendlich war das erfolgreich. Letztendlich haben sie dann gerade, also ausschließlich, aber auch für stillende Mütter,
Ja, eine Ausnahme gemacht. Sie sind ja ein Mensch, der nie aufgibt. Also Ihnen hätten die Ohren geklungen, als Barbara und ich in der Redaktionssitzung gesessen haben, haben wir wirklich nicht nur uns für Sie interessiert, das ist selbstverständlich, sondern wir haben Sie sogar bewundert. Also es hätten Ihnen die Ohren geklungen, wenn Sie dabei gewesen wären. Schade. Denn ein wichtiger Punkt, den ich, wir haben wirklich zweimal geguckt im Dossier, Sie haben ja erst vor 5 Jahren überhaupt damit angefangen, Kanu zu fahren. Ja, in etwa. Ja, 2014 habe ich angefangen. Das ist ein Jahr, gut. Ja. Also, ja, ich war, aber auf jeden Fall in wenigen Jahren sind Sie von der Anfängerin an die Weltspitze gefahren. Wie viel Training braucht es denn? Ja, viel, viel Training. Aber ich kam natürlich schon aus einem Leistungssport raus. Also ich bin 2014 noch die Weltmeisterschaft, also habe da noch die Weltmeisterschaft im Rollschuhbasketball gespielt, kam also auch aus keinem allzu schlechten Trainingszustand. Ja, aber mal konkret, Sie sind ja Sporttherapeutin in einem Hamburger Krankenhaus. Genau, im BG-Klinikum in Hamburg. Genau, und wie viel müssen, dürfen und können Sie trainieren und konnten Sie trainieren, um an diese Spitze zu kommen? Eine Frage. Ja, es ist schon einfach viel, natürlich viele Zeitstunden irgendwie, aber ich werde da zum Glück wahnsinnig unterstützt von meinem Arbeitgeber, der mich da für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen freistellt. Aber natürlich ist es was anderes, ne? Vom Basketball irgendwie zum Kanu. Ich hatte schon ein bisschen Vorerfahrung, ich habe das freizeitsportmäßig gemacht und bin da ja auch so ein bisschen reingerutscht wieder in den Leistungssport. Das war eigentlich gar nicht so der Plan. Ich glaube nicht, Sie sind ein Mensch, der irgendwo reinrutscht. Ich glaube, Sie haben ein Ziel und verfolgen das. Würden Sie einmal die Medaille nur hochhalten, weil die ist in dieser schönen... Ja, ich sehe es noch eingepackt. In einer schönen Schatulle. Man bekommt sie in dieser Schatulle oder ist es... Ja, genau. Da, so, also in Ich packe sie mal aus, das ist noch eine Schatulle in der Schatulle, damit, weil die nämlich auch besonders schön ist, die Schatulle, muss ich sagen. Ja, und da ist sie das nun. Das ist ja aber auch ein Ding, sag mal. Ja. Also ich finde sie auch besonders schön, muss ich sagen. Jetzt muss man sagen, das auch, behalten Sie die ruhig so ein bisschen in der Hand, weil es einfach ein schönes Bild ist. Das waren Ihre 4. Paralympics. Ja. Sie haben mit einer anderen Sportart begonnen, nämlich mit dem Basketball, und sind dann gewechselt zum Kanu. Erstmal warum? Ja, das hatte persönliche Gründe, dass es einfach nicht mehr gepasst hat mit Trainer und Team. Also auch gar nicht, es war einfach an der Zeit, damit aufzuhören. Ich glaube, man braucht immer so ein Brennen, so ein Kribbeln irgendwie dafür, und das war nicht mehr da. Also im Nachhinein muss ich sagen, war das genau die richtige Entscheidung. Es ist ja nicht immer einfach, da den richtigen Zeitpunkt irgendwie zum Absprung zu finden. Sie haben Gold gewonnen, das war der richtige Zeitpunkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall das macht, der richtige Zeitpunkt. Und es ist auch so, für die neue Sportart hat mir das wahnsinnig viel geholfen. Ich habe einfach für mich, für meinen Körper, für wie ich Sport mache, da aus viel Erfahrung schöpfen können, was ich brauche. Und der, dieser Einzelsport im Leistungssport ist mir da irgendwie sehr entgegengekommen, weil ich dann ganz individuell an mir arbeiten konnte. Und da ist Liam, Ihr Sohn, unmittelbar beteiligt, ob er will oder nicht. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen der Geburt von Liam und Ihrem Trainingsbeginn? 7 Wochen sind vergangen. Ja. Das ist natürlich immer in Absprache mit meiner Ärztin gewesen, mit Liam sowieso, aber auch mit meiner Ärztin gewesen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da gleich wieder volle Pulle, sondern ich war das erste Mal wieder auf dem Ergometer, habe wieder angefangen, mich auch gezielter zu bewegen. Bewegt habe ich mich sowieso die ganze Zeit. Da kommen ja auch immer ein paar glückliche Umstände zusammen. Ich hatte eine super Schwangerschaft, ich konnte mich ganz lange fit halten. Ich hatte, glaube ich, 7 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Die waren eigentlich nach der Geburt wieder weg. Das sind alles noch so Sachen, um die ich mich nicht mehr kümmern musste danach. Und mein Körper hat das einfach alles gut angenommen. Also ich habe mich einfach wohl dabei gefühlt. Ich wollte mich wieder bewegen und habe mich dann wieder auf den Ergometer gesetzt, und es ging so langsam los. Also das erste Mal ist es sicher so, dass man denkt, oh Gott, das wird nichts, weil es einfach schwer ist, klar, wieder irgendwie wieder anzufangen und wieder einzusteigen. Aber gerade wie die Saison so verlief, wurde das immer besser, und ich bin da zum Schluss noch mal richtig explodiert am Ende der Saison und bin ja im August, im Anfang September da Vize-Weltmeisterin geworden. Das konnte ja auch keiner erwarten. Also mir. Und wenn man. Nina, wenn Sie mir erlauben, das konnte schon gar keiner erwarten, wenn man weiß, welche Voraussetzungen Sie in Ihrer Jugend, in Ihrem jungen Leben angetroffen haben.
wenn Sie da heute sitzen und denken zurück an die Zeit, Sie waren 16, Sie waren schon immer eine begeisterte Sportlerin, auch als junges Mädchen. Und natürlich fragt sich die ein oder andere Zuschauerin, der ein oder andere Zuschauer, warum sitzt sie im Rollstuhl? Und es ist zunächst mal tragisch, Sie waren wegen einer leichten Verletzung, sind Sie zum Arzt gegangen mit 16 Jahren und Ja, also eigentlich nur wegen Rückenschmerzen zum Arzt gegangen. Und das ist eigentlich beim Einrenken passiert, dass so ein kleines Blutschwämmchen bei mir im Rückenmark verletzt worden, was dann geblutet hat und natürlich selber auf die Nerven gedrückt hat. Und dann noch das Blut, was runterläuft, das kann nirgendwo hin und hat einen Überdruck erzeugt und dann auch noch mal auf die Nerven gedrückt. Aber das war auch so ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also das hat eigentlich zur Querschnittlähmung geführt. Aber als ich ins Krankenhaus kam, war an dem Abend kein Neurochirurg da. Der war dann am nächsten Tag da und hat gesagt, das hätte ich gestern Abend noch operiert. Also das waren alles einfach so ein paar Sachen, die dann zur eigentlichen Querschnittlähmung geführt haben. Aber die, ja, wie soll ich sagen, wirklich einfach unglücklich waren. Sie erzählen mir das ja lächelnd. Also Sie... ich interpretiere, dass sie keinen Groll hegen. Denn natürlich waren es zwei ärztliche Kunstfehler hintereinander, kann man das so sagen. Und wenn Sie jetzt das so lächelnd erzählen, dann beweist das ja enorm viel Souveränität und auch viel, ich benutze mal ein altmodisches Wort, viel Tapferkeit. Gut, aber das ist natürlich auch einfach ein langer Weg bis hierher, wo ich heute bin. Ne? Also da ist viel passiert. Was hat Ihnen am meisten geholfen in der Zeit? Ja, wollte ich gerade nur sagen, wenn wir von Voraussetzungen sprechen, von Voraussetzungen, die ich früher hatte. Ich war da einfach auch wahnsinnig nicht eingebunden in ein sicheres System. Also ich habe, meine Mutter war alleinerziehend, aber die war eine Person, auf die ich mich also bis heute einfach 100% verlassen kann. Ne? Also ich hatte da eine wahnsinnig sichere Basis, von der ich ausgehen konnte. Mhm. Also ich kann sagen, ich habe in meiner Jugend, in meinem Leben eigentlich noch nie Angst gehabt, wenn neue Situationen auf mich zukamen. Irgendwo hinzureisen, da komme ich hin, im Hotel gibt es meine Buchung nicht, ich muss irgendwo anders hin. Also das macht mir alles keine Angst, weil ich immer das Gefühl habe, es geht irgendwie weiter. Und das hat sich, glaube ich, so durch mein ganzes Leben gezogen, was ich so von zu Hause mitbekommen habe. Ich glaube, immer wenn man irgendwas macht, dann öffnen sich auch neue Türen. Ja. Unmittelbar nach der Verletzung, glaube ich, oder nach, helfen Sie mir, mit Basketball angefangen, mit Rollstuhl-Basketball. Mhm. Welche Rolle hat das gespielt auf dem Weg zurück ins Leben sozusagen? Also einmal im Krankenhaus selber. Ja. Also es hat vielleicht auch so ein bisschen meinen Berufswunsch geebnet, so ein bisschen. Er hat so die Sporttherapie mir eigentlich am meisten geholfen. Das war so die Therapie, wo ich eigentlich immer schon drauf gewartet habe am Tag. Und daraus gehend wusste ich einfach, ja, ich möchte auch wieder körperlich aktiv sein. Ja. Ich möchte wieder was machen. So. Und habe mich dann in verschiedenen Sachen auch ausprobiert. Ich habe mit Sitzvolleyball angefangen, was jetzt für meine Behinderung nicht so das Richtige war, aber einfach, um das wieder irgendwie auszuprobieren, übers Rollstuhltennis und bin dann eigentlich am Rollstuhlbasketball hängen geblieben. Ich komme ja auch selber aus einer Mannschaftssportart, also aus dem Volleyball, und da war das vielleicht auch irgendwie naheliegend, irgendwie nochmal eine Ballsportart, und dann entwickelt das natürlich eine Dynamik. Ne? Man trifft da Leute, die vielleicht die gleiche Behinderung haben, eine ähnliche Behinderung haben. Es ist eine sehr inklusive Sportart. Man kommt ins Gespräch und klar entwickelt das eine ganz eigene Dynamik und hilft einem natürlich auch im eigenen Verarbeitungsprozess. Was ich so interessant finde, aus meiner Sicht, wenn man so ein Schicksal bewältigen muss, sucht man ja die Mannschaft. Sie sagen ja auch, das ist, man trifft andere. Während Sie jetzt in einer Einzelsportart ja sind, da ist man ja ein bisschen einsamer. Empfinden Sie das als einsamer oder brauchen Sie gar keinen mehr? So. Also das hat alles Vor- und Nachteile, aber ich empfinde das jetzt gar nicht als einsam, weil man muss schon immer auch sehen, dass da auch hier jetzt ein wahnsinniges Team dahinter steht. Mhm. Also da ist natürlich mein Heimtrainer, mit dem ich einfach eine wahnsinnig enge Bindung habe, und mein Bundestrainer, mein Mannschaftsarzt, der Physio, vielleicht ein Mentaltrainer,
die Leute, die Bootstechniker. Also da sind so viele Leute beteiligt, so viele Teammitglieder eigentlich. So am Ende kommt einem das nicht so vor wie eine Einzelsportart. Ja. Noch meine Teammitglieder, die mit denen ich mich natürlich reibe, mit denen ich mich messe, mit denen ich viel Zeit verbringe. Ich weiß, was Behinderung heißt aus dem erweiterten Familienkreis sehr genau. Und ich weiß, dass Deutschland schon eine ganze Menge tut. Aber ich weiß auch, es ist immer noch Luft nach oben. Was wünschen Sie sich? Wo könnten wir besser werden? Wo könnten wir mehr den Erfordernissen von körperlich behinderten Menschen entgegenkommen? Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute, die es betrifft, auch in Positionen kommen, wo sie mitentscheiden können, um gerade solche Sachen zu sehen. Es geht nicht immer jetzt um eine einzige Stufe, die nicht barrierefrei ist, sondern ich glaube, wir müssen das viel größer sehen. Ich glaube, gerade wenn wir über eine diverse Gesellschaft sprechen, dann muss sich das auch abzeichnen in Präsidien, in Verbänden, in der Politik. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Menschen, zum Beispiel die jetzt das Menschen mit Behinderung ist da eben nur ein Beispiel, auch in Positionen können, wo sie mitentscheiden können. Ja. Jetzt hat die Anne Fleck ja vorhin gesagt, dass das Heilen von Menschen ein höchst individueller Prozess ist und man kann auch Menschen mit ähnlichen Krankheiten nicht über einen Kamm scheren. Wenn Sie Menschen wiederum betreuen mit einem Handicap, da ist es ja eine ähnliche Situation. Der eine reagiert so, die andere reagiert so. Gibt es dennoch Menschen, jetzt auch im Hinblick, dass uns vielleicht Menschen zuschauen, die ähnliche Themen haben in ihrer Familie und ihrem Umfeld, gibt es etwas, wo Sie sagen, dieser Tipp, diese Empfehlung, die greift immer über das Individuelle hinaus? Also ich versuche natürlich auch den Patienten, um meinen Patienten da abzuholen, wo er gerade ist. Also ich habe eine erfolgreiche Karriere hinter mir, aber das ist gar nicht das, wo der Mensch im Moment gerade ist, sondern da sind ganz andere Ängste, ganz andere Herausforderungen irgendwie präsent. Was ich denen versuche irgendwie mitzugeben, ist, sich wieder auszuprobieren. Also man muss irgendwas finden, irgendwas finden, was einen wieder begeistert, was einen wieder packt. Klar ist mein Steckenpferd fährt irgendwie der Sport, aber das kann alles sein, das kann was Künstlerisches sein. Also mach was, Gera. Wann geht's aufs Wasser wieder? Morgen früh nicht, aber ich war auch schon wieder auf dem Wasser. Ja. Aber wirklich nur im Moment ist es eher so ein bisschen den Kopf freikriegen, ein bisschen wieder das Wasser auch genießen. Ne? Also man hat schon einfach immer viel Spannung und viel Druck. Und jetzt geht es einfach darum, auch einfach wieder Spaß an der Sache zu haben. Das halte ich jetzt fest, Ilan Möller. Sie sind in den nächsten Tagen und Wochen damit beschäftigt, das Wasser wieder zu genießen. Was für ein schönes Schlusswort. Ilan Möller, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind.